Hallo meine Lieben und schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Wie ihr im Titel lesen könnt, gibt es heute meinen Lesemonat aus dem Monat Juli. Und ich muss sagen, bis zur Hälfte des Monats dachte ich, er wird gar nicht so erfolgreich wie der Mai und der Juni. Aber jetzt so am Ende bin ich doch ganz überrascht, muss ich sagen, was sich da noch so getan hat. Ich habe insgesamt 7 Bücher gelesen und gehört. Und ich finde das eigentlich eine ganz, ganz gute Menge. Ich habe auch meine Leseliste soweit abgehakt. Ich kann die euch mal aus dem Juli oben im i verlinken. Dann könnt ihr mal schauen, welche Bücher dort auf dieser Liste drauf standen und welche ich jetzt tatsächlich davon gelesen habe. Der Monat war an sich auch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und sehr genretechnisch sehr unterschiedlich. Was ja ich eigentlich immer sehr nett finde und auch für die Abwechslung relativ gut ist. Ich möchte eigentlich gar nicht so weit drum herum reden und direkt mit dem ersten Buch starten. Das ist ein Teil einer Reihe und zwar der erste Teil, Until Friday Night von Abby Clines. Hier geht es um Maggie und West. Das ist der erste Teil, den zweiten Teil habe ich bereits im Juni gelesen, glaube ich. Und das ist jetzt der erste Teil, die kann man nämlich alle unabhängig voneinander lesen, weil es immer nur um ein Pärchen geht. Die anderen tauchen zwar immer mal wieder auf, aber man spoilert sich jetzt nicht so großartig, weil man bei diesem Genre halt eigentlich im Vorhinein auch schon ungefähr weiß, wie das ganze Ding ausgehen wird. Zumindest geht es mir immer so. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch so geht bei Liebesromanen. Ihr wisst eigentlich schon ganz genau, wie es irgendwie ausgehen wird. Aber ihr lest es halt irgendwie trotzdem. Ja, so war das bei der Reihe auch. Bei allen 3 Büchern muss ich sagen, denn ich habe auch den 3. Teil in diesem Monat gelesen. Da komme ich aber später zu. Ja, wie gesagt, hier geht es um Maggie und um West. Und Maggie hat eine sehr, sehr schlimme Familientragödie hinter sich, weswegen sie jetzt beschlossen hat, nicht mehr zu reden. Und West ist ein junger Footballstar, der auf die Lawton High School geht und aber auch so mit seinen Dämonen zu kämpfen hat. Denn sein Vater ist krebskrank und das plagt ihn halt eben so sehr. Und eines Tages vertraut er sich dann eben Maggie an, weil er ja sowieso denkt oder weil er denkt, dass sie ja sowieso nichts weiter sagen wird. Und dann spricht sie plötzlich mit ihm. Und wie das Ganze in dem Buch beschrieben wird, solltet ihr am besten selbst lesen. Ich fand dieses Buch gut. Es ist eine nette Geschichte für zwischendurch. Ich mag die Charaktere eigentlich auch ganz gerne. Vor allem Maggie und West mochte ich unglaublich gerne. Maggie ist ein sehr, 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 sehr liebes, zurückhaltendes Mädchen, was sehr viel für sich alleine ist. Aber in West, glaube ich, ihren Seelenverwandten gefunden hat. Und ich glaube, so geht es West halt eben auch, was man auch sehr stark merkt, muss ich sagen. In diesen Büchern, zumindest in dieser Reihe dieser Bücher, geht es mehr um die Geheimnisse und die Gefühle zueinander und um das zu verarbeiten, was geschehen ist, als um die Erotik, was ich sehr, sehr angenehm finde. Ich habe bereits eine andere Reihe von ihr gelesen, also von Abby Clines gelesen, wo es mehr um die Erotik geht. Und das finde ich hier sehr angenehm, dass es eben nicht darum geht. Ich glaube, Sex kommt noch nicht mehr wirklich drin vor. Hauptsächlich wird beschrieben, wenn sie sich küssen, aber das ist jetzt auch nicht super arg beschrieben, sondern einfach nur ja so dahingeschrieben, dass man eben auch als Leser weiß, was da gerade zwischen den beiden passiert. Ja, fand ich wie gesagt ganz gut. Es ist ein durchschnittliches Buch, kann man lesen, muss man aber nicht unbedingt gemacht haben. So geht es aber mir bei der ganzen Reihe, weil ich jetzt da nicht besonders viel mit draus nehmen konnte für die Zukunft oder sowas. Deswegen, ja, war ganz nett auf jeden Fall. Jetzt habe ich wirklich lange über Until Friday Night gelesen und kommen zum nächsten Buch. Beautiful Liars, verbotene Gefühle von Catherine McGee. Ja, das Buch und ich, wir haben eine sehr komplizierte Beziehung. Ich war sehr gespannt auf dieses Buch, weil das Buch 2017, glaube ich, ist es erschienen, super in den Himmel gelobt wurde und ich war so gespannt darauf, warum alle dieses Buch so gut finden. Dazu komme ich aber gleich ganz kurz. Hier geht es, beziehungsweise das Ganze spielt in New York 2118 im höchsten Wolkenkratzer der Welt. Dort leben die Reichen oben und die Armen eben unten. Und ja, es scheint aber nicht alles so schillernd und glänzend, wie es jetzt in den ersten 2 Sätzen heißt, sondern ja, super viele Intrigen. Hier geht es nämlich um Avery, die eben im obersten Stockwerk des Towers lebt, aber sie hat eben ein Geheimnis, und zwar die verbotene Liebe zu ihrem Stiefbruder Atlas. Niemand darf davon erfahren, weder ihre beste Freundin noch irgendjemand anderes. Und ja, es gibt aber eben
Menschen, die viel, viel, viel gefährlichere Geheimnisse verbergen wie sie, und dann fällt ihr Kartenhaus in sich zusammen. Ja, hört sich erstmal ganz, ganz spannend an, finde ich. Tatsächlich konnte mich das Buch nicht überzeugen. Hier kommen erstmal, also ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und es wird beschrieben aus mehreren Sichten, was mir ja auch irgendwie einleuchtet, weil ja eben so jeder sein Geheimnis hat, finde ich auch okay. Tatsächlich waren es mir aber einfach zu viele Personen und jeder hatte irgendwie ein anderes Geheimnis, sodass ich mit den Personen und dessen Geheimnissen einfach irgendwann gar nicht mehr zurechtgekommen bin und gar nicht mehr wusste, welches Geheimnis zu welcher Person gehört und wie die Personen in Verbindung miteinander zusammengehören. Es war einfach für mich persönlich zu viel. Ich weiß gar nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll. Zu den Geheimnissen der anderen Charaktere möchte ich gar nicht so viel sagen, aber jedes Geheimnis steht irgendwie in Verbindung mit einer anderen Person, die auch in diesem Buch vorkommt. Und im Ganzen ergibt das Ganze dann irgendwie so ein Netz und jede Person kennt irgendwie jeden aus irgendeinem Grund und die Geheimnisse hängen auch irgendwie miteinander zusammen. Alles ein bisschen kompliziert zu erklären. Es konnte mich nicht überzeugen, weil ja, es war mir einfach zu viel. Ich fand es nicht spannend, muss ich sagen. Das Ende war ja vorauszusehen, wenn man den Prolog gelesen hat. Deswegen war das Ende jetzt auch nicht überraschend für mich. Trotzdem möchte ich die Reihe gerne weiterlesen, weil mich doch irgendwas daran. Ja, weil ich irgendwie glaube, dass die Reihe vielleicht besser werden kann. Vor allem jetzt im zweiten Band, nach dem Ende diesen ersten Bandes. Ich bin sehr gespannt, wenn ihr den zweiten Teil schon mal gelesen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr den fandet. Ihr könnt natürlich auch zu dem Buch schreiben, wie ihr ihn fandet. Ich glaube, die meisten finden ihn wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Mein Fall war es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch noch nicht so genau, was ich mit diesem Buch machen werde, ob es in meinem Bücherregal stehen bleiben wird, weil ich das Cover auch nicht besonders hübsch finde. Ich werde mir den zweiten und dritten Band bestimmt nicht kaufen, sondern irgendwie ausleihen. Außer ich finde es irgendwie ganz günstig bei Rebuy, dann werde ich es mir da kaufen. Aber ich glaube, das Buch wird auch irgendwann aus meinem Regal ausziehen. Ja, wenn ich zu jedem Buch so viel sage, dann wird das ein ziemlich langes Video bei 7 Büchern. Wir machen weiter mit dem dritten Buch. Und zwar durfte ich das in der Lesejury lesen. Es geht um Victorian Rebels, das Versprechen einer Nacht. Ich kann mir den Untertitel einfach nicht merken. Von Kerrigan Byrne. Das ist der vierte Band. Auch diese Reihe kann man unabhängig voneinander lesen. Ich habe nämlich bereits so den ersten Band gelesen, jetzt eben den vierten Band. Ich werde aber den zweiten und dritten Band auf jeden Fall auch noch lesen und die nachfolgenden Bände eben auch noch. Es geht immer um andere Charaktere, die man aber auch schon mal getroffen hat in den Büchern, also auch immer mal wieder auftauchen. Und in diesem Buch geht es um Imogen Pritchard, die Krankenschwester ist und eine leidenschaftliche Nacht mit Cole Talmadge verbringt. Und Jahre später trifft die Witwe wieder auf Cole und überlegt sich, ob sie sich ihm offenbaren soll, wer sie ist oder eben nicht. Und ich glaube, mehr sage ich zu dem Titel, zu dem Klappentext einfach nicht, weil sonst würde ich nur noch irgendwie mehr verraten. Und wenn euch das interessiert, solltet ihr das nämlich selbst lesen. Ich muss sagen, mir hat der erste Band, glaube ich, einen Ticken besser gefallen jetzt als der vierte Band, weil in diesem vierten Band gar nicht so extrem viel passiert ist. Es war sehr vorausschauend, muss ich sagen. Also ich wusste am Ende schon irgendwie, was passieren wird. Der Schreibstil war auf jeden Fall nett. Ich bin ganz gut durchgekommen, aber es war jetzt auf jeden Fall auch kein Buch gewesen, was ich nicht einfach so aus der Hand legen konnte. Also es hat mich irgendwie nicht so richtig gefesselt. Die Spannung war für mich nicht so komplett da. Dann kommt eine Szene darin vor. Ich versuche jetzt das irgendwie zu beschreiben, ohne irgendwie zu spoilern, wo Cole etwas herausfindet und es dann zu einer Sexszene kommt, die dann doch eher schon an einer Vergewaltigung als an Leidenschaft grenzt, was ich auch sehr, sehr fragwürdig finde und auch irgendwie nicht so passend finde, muss ich sagen. Generell, der Akt hat für mich da nicht so ganz reingepasst. Aber okay, irgendwas hat sich die Autorin da offensichtlich gedacht. Für mich war es einfach nicht passend, muss ich sagen. Ja, es war auch wieder ein durchschnittliches Buch. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich von dieser Reihe halten soll. Der historische Aspekt, weil das Ganze spielt ja 1876, glaube ich. Ich schaue gerade mal nach. Genau, 1876 in England spielt das Ganze und dieses historische taucht für mich da auch viel zu wenig darin auf, auch so wie die sprechen irgendwie.
ist für mich irgendwie nicht so passend. Deswegen verstehe ich das historische Setting eben nicht. Es könnte für mich persönlich auch in der heutigen Zeit einfach spielen. Deswegen, ja, ich werde mal schauen, wie mir die anderen Bände noch gefallen und werde euch dann dazu auch ein kleines bisschen mehr erzählen. Aber ja, es war ein nettes Buch. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Dann ging es weiter mit einem Buch, was mir richtig, richtig gut gefallen hat. Und zwar war es Hope Again von Mona Kasten. Ich habe mich sehr darauf gefreut, beziehungsweise ich habe mich schon sehr gefreut, dass es überhaupt die Ankündigung gab, dass es noch einen vierten und auch noch einen fünften Band geben wird. Und deswegen wollte ich, für mich war klar, dass ich diesen vierten Band auf jeden Fall lesen werde. Everly und Nolan haben wir bereits in den vorherigen Bänden auch schon mal kennengelernt, zumindest tauchten sie auf jeden Fall schon mal auf. Es geht nämlich um Everly zum einen, die sich eigentlich nie verlieben wollte und schon gar nicht in ihren Dozenten. Ihr Dozent ist nämlich Nolan Gates und beide verbindet irgendwie die Literatur zueinander. Beide haben aber auch Geheimnisse, die ja vielleicht für die Beziehung nicht so von Vorteil sind. Und mehr will ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen, weil das irgendwie das Buch noch ein bisschen spannender macht und interessanter macht. Ja, ich muss sagen, am Anfang wusste ich erstmal gar nicht, wer Everly war. Als mir dann bewusst wurde, dass es die Stiefschwester von Dawn ist, kam mir das Ganze auch schon wieder in den Sinn. Und Nolan Gates war mir von Anfang an schon ein Begriff gewesen. Ja, der Schreibstil war wie immer von Mona Kasten der Gen-Reihe richtig, richtig toll. Ich bin nur so durch das Buch geflogen, ich glaube innerhalb von 2 Tagen. Das war ein Buch, was ich nicht aus der Hand legen konnte. Ja, weil es mich einfach so unglaublich gefesselt hat. Ich wollte wissen, wie es mit Everly und Nolan vorangeht, was zwischen denen passiert. Ich habe mich ja auch unglaublich viel markiert, wie ihr seht. Die zwei sind einfach zuckersüß zueinander. Vor allem einfach diese Phrase, die sie sich ganz oft irgendwie schreiben, ist: Wünsch dir was, was ich auch total süß finde. Zu den anderen Büchern habe ich eben so viel erzählt und hierzu weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll, weil es mir einfach unglaublich gut gefallen hat. Und ich glaube, das sagt schon alles und ich belasse es einfach dabei. Wie versprochen habe ich hier auch noch den dritten Teil und zwar After the Game von Abby Clancy. Hier geht es um Riley und Brady. Brady haben wir im ersten Teil, beziehungsweise nee, im zweiten Teil schon sehr gut kennengelernt, wo es um Gunnar und Willa geht. Denn Brady ist der allerbeste Freund von Gunnar. Und es geht um Riley, die eine Vergangenheit mit Gunnar, beziehungsweise mit Gunnars Stiefbruder schon hat und jetzt eben wieder zurück in die Heimat kommt, ein Geheimnis hat, was sie nicht verbergen kann, was sie jetzt auch gar nicht hier erläutern möchte. Steht zwar auf dem Klappentext drauf, aber man muss es jetzt nicht unbedingt man muss jetzt nicht unbedingt wissen. So rum. Auf jeden Fall treffen Riley und Brady eben aufeinander und dann knistert es ziemlich heftig zwischen den beiden. Auch hier sind die Geheimnisse wieder ja im Vordergrund, muss ich sagen, gerade bei Riley, weil das eben ihr komplettes Leben bestimmt, komplett auf den Kopf gestellt hat und Brady unterstützt sie dabei halt eben und dann kommt auf ihn auch noch nicht eine Nachricht, aber dann erfährt er eben noch etwas, was auch sein Leben ins Wanken geraten lässt, so rum. Und ja, es ist einfach eine super süße Geschichte. Das war auch ein Buch, was ich ziemlich schnell durchgelesen habe, einfach weil es so herrlich süß ist. Die Pärchen aus den vorherigen Bänden kommen hier auch nochmal drin vor und am Ende ist es eine super, super süße Gemeinschaft aus den Pärchen und noch weiteren Freunden und ich hatte sehr viel Spaß mit der Reihe, muss ich sagen. Auch wieder ein Buch für zwischendurch, muss man wie auch bei dem Buch eben vorhin nicht unbedingt gelesen haben, aber ist auf jeden Fall ganz nett und ja, auch hier kommt die Erotik eigentlich nicht drin vor, was ich wie gesagt auch sehr, sehr entspannend finde. Und mehr muss ich, glaube ich, zu dem Buch gar nicht mehr sagen. Und dann habe ich nach langem endlich mal mein Hörbuch beendet, was ich die ganze Zeit angefangen habe. Und zwar war das Gläsernes Schwert von Victoria Aveyard. Ich hoffe, ich kann es jetzt irgendwie mit einer Hand festhalten, dass ihr das Cover noch irgendwie seht. So, das ist der zweite Teil der Die Farben des Blutes-Reihe. Und ja, ich sage jetzt hier zu dem Inhalt gar nicht so viel, weil es eben der zweite Teil ist. Die Bücher sind auch alle in der Infobox verlinkt, falls ihr mehr dazu wissen wollt. Hier geht die Geschichte um Mare und die ganzen anderen Charaktere eben weiter. Für mich persönlich war dieses Hörbuch oder dieses Buch nicht besonders gut. Ich habe gleich einen Krampf.
Es war nicht besonders spannend, muss ich sagen. Es passierte die ganze Zeit irgendwie das Gleiche. Ja, mich hat es teilweise einfach ein kleines bisschen gelangweilt. Ich hoffe, der zweite, der dritte und der vierte Teil, die werden noch ein kleines bisschen spannender. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Bücher relativ dick sind. Für mich hätte dieses Buch auf jeden Fall gekürzt werden können, weil, wie gesagt, die ganze Zeit irgendwie das Gleiche passierte und die Geschichte irgendwie nicht vorankam und ich das Gefühl hatte, das Ganze spielt irgendwie an einem Tag, obwohl es irgendwie doch schon 500, über 500 Seiten hat. Ich glaube, fast 600 Seiten hat. Ja, es war definitiv einfach nicht meins. Ich glaube, den dritten Teil werde ich auch einfach wieder hören, weil mir das Hören eigentlich schon sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Und ich da relativ gut mitkomme. Aber der zweite Teil war einfach definitiv nicht mein Fall. Und hoffe, dass der dritte Teil einfach besser wird. Dafür, dass ich zu den Büchern am Anfang relativ viel gesagt habe, werden jetzt meine Meinungen zu den Büchern irgendwie immer kürzer. Aber ich weiß teilweise einfach nicht, was ich zu den Büchern sagen soll, weil ja, es ist einfach so. Das letzte Buch im Monat war auf jeden Fall Elias und Laia, die Herrschaft der Masken von Sabaa Tahir. Das ist der erste Teil und ich habe mich sehr lange gegen dieses Buch gesträubt, weil ich erst warten wollte, bis alle Teile erschienen sind. Es lag aber auch schon seit 2017 auf meinem Sub und ich würde es gerne endlich mal lesen. Ja, ich kann jetzt auch direkt mit dem zweiten und dem dritten Teil weitermachen, was ich sehr, sehr gut finde, weil der erste Teil hat mir unglaublich gut gefallen. Hier geht es um Elias, der, boah, ich finde es so schwierig, diesen Inhalt zusammenzufassen, weil einfach so unfassbar viel passiert. Es geht auf jeden Fall um Elias, der in Schwarzcliff zu einer Maske ausgebildet wird. Das ist wie so ein Kämpfertrupp. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das genau betiteln soll. Auf jeden Fall ist er eben eine Maske und muss dann eine Prüfung ablegen. Aus welchem Grund auch immer, solltet ihr selbst lesen. Und dann gibt es eben Laia, die als Sklavenmädchen aus bestimmten Gründen nach Schwarzcliff kommt. Und die beiden treffen dann eben aufeinander. Es ist aus beiden Sichten erzählt, was ich sehr spannend finde. Sie treffen auch irgendwann aufeinander und zwischen den beiden passiert etwas, aber es passiert auch drumherum noch so unfassbar viel, muss ich sagen. Direkt ab Seite 1 passiert alles Mögliche. Es konnte mich von Anfang an fesseln. Die Spannung war immer wieder da und man hat sich immer wieder gefragt, und was passiert jetzt? Und ich wollte irgendwie immer weiterlesen. Ja, weil auch einfach so unfassbar viel passiert ist. Teilweise auch schon ein kleines bisschen zu viel, aber alles stand irgendwie im Zusammenhang mit irgendetwas anderem, was mir so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben, weil es mich einfach begeistern konnte. Ich liebe dieses Buch. Sabaa Tahir hat hier eine ganz, ganz tolle Geschichte geschaffen. Und ich glaube, oder ich hoffe, der zweite und der dritte Teil werden genauso gut wie dieser erste Teil. Sobald ich das gelesen habe, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, ich sitze wieder so ziemlich auf der gleichen Stelle wie eben auch. Ich musste eben etwas trinken, weil meine Stimme noch nicht so ganz auf der Höhe ist, beziehungsweise mein Husten geht einfach nicht weg. Aber anderes Thema. Ich habe jetzt wirklich viel über diese Bücher geredet und diese 7 Bücher waren wirklich tolle Bücher. Das eine besser, das andere schlechter, aber vor allem Elias und Laia hat mir diesen Monat wieder auf jeden Fall sehr versüßt und ich bin sehr gespannt auf die Fortsetzungen. Auf alle Fortsetzungen bin ich gespannt. Und natürlich bin ich auch sehr glücklich darüber, dass ich eine Reihe beenden konnte. Und hoffe, dass das nächste halbe Jahr, beziehungsweise ja nur noch weniger als ein halbes Jahr, genauso gut voranschreitet, dass ich ein kleines bisschen meinen Sub verringern kann und Reihen beenden kann. Mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Das werdet ihr auf jeden Fall am Ende des Jahres sehen. Und das war's jetzt von mir. Ich habe jetzt lang genug gequatscht. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir Kritik, Feedback, alles in die Kommentare, Wünsche. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!